centre de la découverte, situé au cœur de Jurassic World, propose plus d'une centaine d'expositions interactives. With over 100 interactive exhibits, the Innovation Center lies at the heart of Jurassic World. En atracciones interactivas, el Centro de Innovación es parte del núcleo de Jurassic World. El Centro de Innovación cuenta con más de 100 atracciones interactivas y su vinculación con Jurassic World. Mit über 140 passenden Ausstellungsstücken ist es der Innovationszentrum des Parks von Jurassic World. Bienvenue au centre de la découverte, où se rencontrent technologie et préhistoire. Bienvenidos al Centro de Innovación, donde la tecnología se encuentra con la prehistoria. Welcome to the Innovation Center, where technology meets creativity. So, ein direktes Hallo und willkommen zum heutigen Livestream. Es sind ja schon einige da. Franzi ist da, grüß dich. Farame ist da, Mimi ist da. Ah, ich sehe gerade, Franzi und Mimi sind AFK trinken und Cappuccino und Tee. Grüß dich, Kirgon. Hallihallo. Hallo, Andreas. Tag lang. Liebe Grüße vom Moonlight Intim. Hallihallo, grüßt euch vom Moonlight.
Ja, hier habt ihr dieses Wochenende das Treffen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und grüß mir alle. Wer bist du, Andreas? Ich kenne eure realen Namen gar nicht. Ich kann Andreas gerade nicht zuordnen. Ich kenne nur die Ingame-Namen von SW Tod. Ich bin Namenbanause. Naja. Oh, Franzi ist wieder da. Hallihallo, Franzi. Hast du dein Cappuccino? Heute habe ich etwas ganz Besonderes und Leckeres zu essen. Echten originale Nusstorte aus dem Bündnerland. Also eine Bündner Nusstorte. Echt original Schweizer Essen. Eine Nusstorte, yeah! Das Leben ist perfekt. Lialo Beino, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, Tortenfreak. Wer kein Tortenfreak ist, ist kein Mensch. Torte geht immer. Wer keine Torte mag, das ist echt kein Mensch. Eine Nussschnecke, auch lecker, Kirgon. Webe Franzi, hallo Hugo, grüß dich, hallihallo. Ah, eine Nussschnecke zum Kaffee bei der Kaffeepause nachher. Ja, ich mampfe doch immer beim Livestream. Ich esse doch immer was. Heute ist eine Nusstorte. Eine original Schweizer Nusstorte aus dem Bündnerland. Und Andreas hat mir noch immer nicht gesagt, wer er ist. Ich bin immer noch am Rätseln. Ich habe schon ein paar ausgeschlossen, die es nicht sein können. Ja, ich und Namen halt, gell? Und ich kenne von den meisten den echten Namen gar nicht. Ist in Herr der Ringe Online auch so. Von den meisten kenne ich den richtigen Namen gar nicht. Man nennt sie einfach immer beim Charakternamen. Irgendwie witzig. Ja, ich futter euch doch immer was vor. Wieso überrascht das dich immer noch, Beuno? Das war doch nie anders. Seit jeher schmatze ich euch am Anfang vom Livestream etwas vor. Nusstorte, Mann. Boah.
Genau, Kirchhorn bestätigt, es war nie anders. Ich habe schon immer am Anfang vom Livestream etwas gegessen. Ein Kinderhörnchen, was ist das denn? Ah, das sind diese, ja, ich weiß, diese Dinge mit Schokolade gefüllt, oder? Diese Hörnchen mit Kinderschokolade gefüllt. Genau. Ja, das sind diese Teighörnchen, die einfach statt mit normaler Schokolade sind sie einfach mit Kinderschokolade gefüllt. Die sind ziemlich lecker. Also ein Schokohörnchen, aber einfach mit Kinderschokolade. Ne, da kaufst du die einfach die normalen Schokohörnchenböhner. Hugo hat noch Apfeltorte, Schokokuchen. Oh. Geröstete Nüsse. Hugo. Lecker, lecker, lecker. Ja, Hugo ist gut versorgt, wobei ich bin auch gut versorgt. Wir haben viel zu viel Essen hier. Ich könnte euch alle durchfüttern. Und ihr hättet immer noch alle Hunger. Wir haben in letzter Zeit etwas zu viel Essen eingekauft. Ja, mach mal, Franzi. Ist gut, Franzi. Ich warte. Ah, Bonta. Du bist Bonta. Ja, cool, der Bonta. Hehe. Cool. Ich find's cool, dass du kurz vorbeiguckst. Was für ein Update, Böhner. Ich habe keine Ahnung, was du für ein Update meinst. Das musst du mir jetzt ganz genau erklären. Ja, ich hoffe, ich kann nächstes Jahr auch mal zu dem Treffen kommen. Aber dieses Jahr war es jetzt einfach nicht möglich wegen dem Umzug. Aber ich hoffe, nächstes Jahr klappt es. Ja, das Sommer-Update, aber das kam im Juli schon. Das kam Mitte Juli schon. Und seitdem gab es kein Update mehr. Doch, letztens gab es noch ein Update, um Fehler zu beheben. Nö, ich habe kein Foto bekommen, Franzi. Ich habe nichts bekommen. Da ist nix. Danke schön. Kuss zurück an Tabi. Genießt es da. WhatsApp hat kein Spam-Ordner, Böhner. Hallihallo, hallöle Tuni. Auch einen schönen Samstagnachmittag dir. Ah, jetzt ist das Foto angekommen von Franzi. Ach so, ein Mini-Hörnchen. Ein Mini-Hörnchen von gut und günstig mit 30% Nuss-Nougat-Creme-Füllung aus Edeka.
Eine grüne Verpackung mit einem Häschen. Ah. Süß, ja. Lass es dir schmecken, Franzi. Webe Mimi, grüß dich. So, da jetzt so viele da sind, möchte ich euch erstmal wieder, wie versprochen, Bilder zeigen. Und zwar von meinem Projekt, das ich derzeit gerade baue. Moment. Bildschirmaufnahme. So. Ihr solltet das gleich sehen. Genau. Yes, it's you, Bonda. Und nochmal, Kuss an Tabi zurück. So, also, die Tirbits bin ich am Bauen, das Schlachtschiff Tirbits. Und zwar habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Und zwar das eine Bild ist vom 8. August, also von Donnerstag. Warte, wird gleich noch größer, Kirgo. Und da haben wir das Bild Nummer 1. Moment, ich öffne es kurz richtig, dann seht ihr's. So, da haben wir die Tierbits, wie sie ausgesehen hat am 8. 8. So hat es ausgesehen. 85 cm lang ist das Ding. Ihr könnt es euch selber messen, wie lang das ist. 85 cm. Nein, da war Sirup drin, Bueno. Da war Sirup drin. So, und dann die Tierbits von heute. Ich habe heute noch gebaut. Heute Nachmittag ist vor dem Livestream. Da sieht's jetzt schon so aus. Das Ding wird über 2 Kilo schwer, wenn es fertig ist. Etwa 2,5 Kilo oder so. Zwischen 2,5 und 3 Kilo wird das Ding. Die Außenverkleidung ist fast fertig. Und die ersten Geschütze. Und dann haben wir noch die Geschütze ganz nah. Ja, fehlt nicht mehr viel. Noch drei Tüten. Noch drei große Tüten und dann bin ich fertig. Ja, mit den Kanonen an der Seite. Sind fast 2000 Teile, die ich insgesamt dann verbaut habe. Ja. Genau, die Sekundärbewaffnung unter anderem ja, eben für die Seite. Hier kommen dann noch große Kanonen ran. Hier kommen auch noch Kanonen ran, glaube hier und hier. Und hier kommen die zwei Primärkanonen, die zwei ganz großen Primärkanonen. Hallihallo Tabi. Grüß dich. Welche Guckerchen? Ich hab die offen. Und ja, über die Tierbits gibt es ein wenig was zu wissen. Das ist ein interessantes Schiff, nämlich. Ich habe euch hier mal, das ist das Schwesterschiff der Bismarck und ist nach dem Großadmiral Alfred von Tirpitz benannt. Und es gab nie wieder ein größeres Schlachtschiff in Europa. Also ein richtig großes Schiff. Das Modell, was ich habe, ist im Maßstab 1 zu 300. Nein, das habe ich noch nie gemacht, Mimi.
Das Schiff wurde 5. Februar 1941 in Betrieb genommen und wurde am 12. November 1944 gekentert. Es hat eine Länge von insgesamt, was ist LÜA? Aha, die Schiffsmaßen. Ja gut, maximal 251 Meter, Breite 36 Meter und hat eine richtig krasse Bewaffnung. Sogar mit Flugabwehr, Torpedos, Sekundärkanonen und. Eine richtig heftige Panzerung. Ja, ein sehr schönes Schiff. Ich freue mich auch schon auf das Schwesterschiff Bismarck. Das habe ich nämlich hier auch. Das habe ich nämlich auch. Die schöne Bismarck. Ja, wenn ihr mehr über die Tirpitz erfahren wollt und über die Bismarck, könnt ihr einfach bei Wikipedia, da habt ihr einen ziemlich guten Artikel über diese Schiffe. Ja, die Bismarck-Klasse, da ist eben die Bismarck und die Tirpitz. Ja. Das sind die zwei Schwesterschiffe. Oh. Schluss mit dem Unterricht für heute. Ja, es sind zwei sehr beeindruckende Schlachtschiffe. Wobei, die Japaner hatten ja auch sehr interessante Schlachtschiffe, zum Beispiel die Yamato. Auch ein sehr interessantes Schlachtschiff. Da gibt es noch einige, zum Beispiel bei Kobe gibt es noch andere Schiffe. Nein, es gibt, soviel ich weiß, keine männlichen Schiffe. Schiffe sind immer weiblich. So, also, aber morgen werde ich mit der Tirpitz fertig. Ich werde sie morgen zu Ende machen. Mimi, genau. Ja, es heißt zwar das Schiff, aber sie werden und haben auch männliche Namen, aber das sind immer zum Beispiel Schwestern oder so, aber nie Brüder. Die Schiffe sind eigentlich immer weiblich. Macht auch mega Spaß zu bauen. Ich bin begeistert. Macht richtig, richtig Spaß. Und das nächste baue ich dann ein zerstörtes Landhaus als Basis für die deutsche Wehrmacht. Das wird auch spannend. Genau, es heißt auch die Bismarck, obwohl der Name eigentlich von einem Mann abstammt. Es ist zwar das Schiff, aber sie sind immer weiblich, auch wenn sie männliche Namen haben. Das ist bei Schiffen immer so. Es sind auch immer Schwestern, wenn es mehrere Schiffe gibt. Zum Beispiel jetzt bei der Tirpitz und der Bismarck, das sind ja auch, das sind Schwesterschiffe. Wann habe ich jetzt angefangen? Ich habe Dienstag angefangen.
Ja, etwa 7 Stunden bin ich jetzt, 6 oder 7 Stunden bin ich jetzt schon dran an dem an Tirpitz. Ja, solche große Projekte, die dauern ein wenig. Am Morgen werd ich sicher fertig, weil da habe ich den ganzen Nachmittag Zeit und da setze ich mich Nachmittag hin und baue, bis ich fertig bin. Ja, aber da ist die Zeit auch noch dabei, wo ich dann aufgestellt habe und dann die Tüten aufgeschnitten und so Zeugs. Also reine Bauzeit sind wahrscheinlich 5 Stunden. Und genau so ist es, Toni. Autos sind ja meistens auch weiblich, weil Männer ihre Autos immer lieben. Nee, keine Futterpauschen. Ja, aber ich mache mit den Tirpitz und mit der Bismarck kein Diorama. Das wäre dann zu viel des Guten, weil da müsste ich ein ganzes Tablat mit blauen Steinen bedecken. Das wäre eigentlich auch was, das wäre richtig cool. Und dann beide Schiffe schön nebeneinander fahren. Ja, und dann habe ich noch viele andere Sachen noch zum Aufbauen. Wie gesagt, nach der Tirpitz baue ich dann das zerstörte Landhaus, das als Basis für die deutsche Wehrmacht dienen soll. Da habe ich noch ein Sonderkraftfahrzeug mit Panzerabwehrkanone und ich habe noch ein Opel Blitz und dann dazu stellen kann. Ich habe von Minifiguren habe ich deutsche Wehrmachtssoldaten. Ich habe auch Waffen wie die MP40 und so weiter. Da kann ich ein richtig schönes Diorama bauen dann mit diesen Sachen. Und dann habe ich noch alliierte Soldaten, zum Beispiel von den Amerikanern. Ich habe von den Briten habe ich Soldaten und Waffen. Ja. Und da kann ich dann auch ein schönes Diorama machen, wo die Deutschen im Lager sind und von den Alliierten angegriffen werden. Da möchte ich etwas Schönes aus Lego bauen. Das wird mich auch noch einiges kosten, weil da brauche ich auch noch einiges an Material. Noch Pflanzen habe ich ganz viele und Steine, aber also und Bausteine muss ich dann noch kaufen, weil ich möchte dann mit Fliesen, also mit flachen Fliesen und so und mit normalen Platten und so ein wenig bauen was und da ja, muss dann noch gucken. Auf jeden Fall das Landhaus habe ich, muss ich nur noch aufbauen. Und die Soldaten habe ich auch. Ich habe sogar einen Funksoldaten von den Alliierten. Ich habe auch Medizinsoldaten von den Deutschen einen und von den was ist das Brit nee, von den Amerikanern habe ich einen. Also ich habe auch eben nicht nur Kampfsoldaten, sondern auch Funksoldaten und Medisoldaten, also Sunnies, habe ich. Der von den Deutschen, der Sunny von den Deutschen hat, was war das? $22 hat er gekostet, also etwa 19 oder 20 Euro, ey. Richtig teuer. Aber ich musste den haben. Die Tirpitz und die Bismarck haben
Je, etwa 2000 Teile, Franzi. Nein, von der Flasche im Jäger habe ich keine. Die Tirpitz und die Bismarck haben auch je 100 Euro gekostet. Geht eigentlich jetzt noch für fast 2000 Teile. Eigentlich ein richtig günstiger Preis. Euro durch 2000. Das ist ein Teilewert von 0,05 Cent. Also eigentlich sehr, sehr billig. Eigentlich schon fast geschenkt. Knapp mal 100 Euro. Ja, wie immer tun will. Ja, was für ein Link meinst du? Schon 3:30, wir sollten langsam anfangen, hä? Wir sehen keinen Link, Hugo. Naja, mir macht es halt Spaß, sowas aufzubauen. Und wenn etwas Spaß macht, dann hat man auch die Geduld. Und ich war schon immer ein geduldiger Mensch. Ich guck grad, ich weiß nur nicht, wie man einstellen kann, dass ihr Links posten könnt. Habe ich das ausgeschaltet? Ich wüsste das gar nicht. Meine Information erweiterte Einstellungen, Videostatistik, Statistik, Erklärung zum Inhalt, Aufnahme, DVR, Altersbeschränkung, Promotions, Verbreitungsoptionen, Zertifikat. Ich weiß gar nicht, wo ich das einstellen kann, da ist gar nichts. Also keine Ahnung. Ja, mit dir verliere ich manchmal die Geduld, Beino. So, also wie gesagt, wir fangen jetzt an mit Jurassic World Evolution. Und zwar mit der Kampagne Claires Zuflucht, denn das ist die neueste Erweiterung und die kenne ich selber noch nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wir gucken da jetzt mal rein und gucken, was passiert. Ich glaube, es kommt ein Video. Ich werde mein Mikrofon ausschalten und dann sehen wir mal. Bis gleich.
Ja, gerade noch ist Ladebildschirm. Ich kehre mit einem gewissen Maß an Aufregung und Angst zur Isla Nublar zurück. Hier sind mir einige der größten Errungenschaften meines Lebens geglückt. Und leider auch einige meiner bedauernswertesten Fehlschläge. Doch seither habe ich viel gelernt. Über die Dinosaurier, diese Insel und mich. Also, willkommen zurück. Dieses Mal werden wir es besser machen. Und wenn wir gehen, dann nach unseren eigenen Bedingungen. So, und ja, ich habe das Intro-Video wieder vergessen. Retten und siedeln Sie alle Dinosaurier um Nublar Nord. Willkommen in der Jurassic World oder was davon übrig ist. Diesmal sind Sie nicht hier, um einen Park zu bauen, sondern um die Dinosaurier zu retten. Der SIBO stellt eine ernstzunehmende Bedrohung dar, weshalb Sie so schnell wie möglich in die Zuflucht gebracht werden müssen. Doch zuvor müssen Sie dafür sorgen, dass die Dinosaurier für den Transport gewappnet sind. Leider scheinen alle Tiere auf der Insel an einer unbekannten Krankheit zu leiden. Finden Sie die Quelle dieser Krankheit, entwickeln Sie ein Heilmittel und retten Sie die Dinosaurier. Die Welt sieht zu. Okay. Wir wissen beide, warum wir hier sind. Es wird Zeit, diese Tiere zu retten. Aber dazu müssen wir zusammenarbeiten. Fangen wir an. Hallo Zelda, schön, dass du da bist. Grüß dich. So, also, Mission Nummer 1, Rehabilitierung. Bauen Sie eine Ranger-Station. Stellen Sie ein Ranger-Team, um das Stromnetz und das Kraftwerk zu reparieren. Stellen Sie sicher, dass die Ranger-Station mit Strom versorgt ist. Und die Belohnung ist 1 Million Dollar. ACU-Helikopterplanung, Ranger-Team-Planung. Okay, Mission starten. Okay, wir haben nur ein begrenztes Budget, um diese Mission ins Ja, Rollen 2 Millionen. zu bringen. Zuerst müssen wir die Stromversorgung wiederherstellen. Das Stromnetz von Nublar sollte ausreichen. Uns fehlen jedoch die Kapazitäten, um es zu erweitern. Beachten Sie mich nicht, Miss Deering. Ich bin nur ein Beobachter. Oh, und ich soll sicherstellen, dass die Investition der Foundation nicht verschwendet wird. Auch wenn sie nur begrenzt ist. Ich werde sie aber auch mit meinem Wissen und Lächeln unterstützen. Wie ist das Stromnetz? Wo bauen wir Einsatzzentrale? Wahrscheinlich müssen wir hier bauen, hä? Ja, wir bauen einfach mal hier die Rangerstation. Betriebsgebäude, Rangerstation. So, bauen wir einfach mal die Rangerstation. Nein, das ist eine andere Map. Das ist eine andere Map. Ah, da wäre auch eine Einsatzzentrale. Ja gut. Egal jetzt. So, jetzt müssen wir mit dem Ranger-Team. Ich weiß nur nicht, wo wir durchfahren müssen. Das ist mein Die Rückkehr Problem. auf diese Insel weckt viele Erinnerungen. Nicht alle sind schlecht. Ich fahre einfach mal das Wir haben Stromnetz auf nach. Isla Nublar gute Arbeit geleistet. Simon Masrani, er war ein guter Mann. Er hat John Hammonds Vision verstanden. Ein Traum,
der zu einem Albtraum wurde. Ja, jetzt meckert doch nicht den mit Bergen auf. Irgendwie fühlt es sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich habe hier vor einer Ewigkeit als Praktikantin angefangen. Wir haben den Dinosauriern eine zweite Chance gegeben. Und jetzt bekomme ich auch eine. Obwohl Isla Nublar im Chaos versinkt. Das sind überall Dinos, die krank sind. Ich wollte nie hierher zurückkehren. Aber ich habe immer gewusst, dass ich es tun würde. Mein Leben wird für immer mit Isla Nublar und den Ereignissen, die uns gezeigt haben, wer wirklich das Sagen hat, verbunden sein. Doch diesmal können wir es richtig machen. Oder wenigstens besser. Und ich bin nicht für mich hier, sondern für sie. Die Dinosaurier. Ich bin immer noch für sie verantwortlich. Und sie jetzt auch. Zusammen können wir der Welt zeigen, wie wichtig diese prähistorischen Tiere für unsere Zukunft sind. Wow, neue Fahrzeugskin haben wir bekommen. Okay. So, das Kraftwerk ist repariert. Oder wird repariert. Die Stromversorgung funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir neue Anlagen, um weitermachen zu können. Funktioniert die Kaffeemaschine jetzt? Endlich! So lange musste ich seit 1993 nicht mehr ohne Koffein auskommen. So, wir sollen jetzt ein ICU-Zentrum und ein Forschungszentrum bauen. Autsch. Aber ich fahre jetzt mit dem Auto zurück. All diese Dinos sollen wir dann heilen und umsiedeln. What the fuck, ey. So viele. Wow, hier ist Nebel. Das sieht ja cool aus. Ey, was bremst du einfach? Ups. Ja, kann man, aber möchte ich nicht bei noch. So, und jetzt sollen wir ein ICU-Zentrum bauen. ICU-Zentrum, das bauen wir auch direkt hier. Und ein Forschungszentrum, das bauen wir auch hier irgendwo, wo es Platz hat.
Hier. Oh. Gibt es nicht bei noch hier. Gibt keine Einschienenbahn gerade. So. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Den Dinosauriern. Ihr Wohlbefinden hat oberste Priorität, weshalb wir die Quelle dieser Krankheit finden müssen. Mein Team hat ein paar Tiere ausfindig gemacht, die sie sich näher ansehen wollen. Sie müssen diese Dinosaurier zuerst finden und einfangen. Und dann sicherstellen, dass sie in geeigneten Gehegen untergebracht werden. Sie sollen es bequem haben. Apropos bequem, kann mir jemand einen besseren Stuhl besorgen? Der hier macht meinem Ischias zu schaffen. Oh, du armer Sack. Ich weiß, dass Sie sich gerade um wichtige Dinge kümmern, aber es gibt noch anderes zu tun. Wir müssen die Dinosaurier auf dieser Insel fotografieren, damit uns das in der Zuflucht erspart bleibt. Alle Dinosaurierarten auf Nubla Nord. Belohnung Zugriff auf T-Rex in der Zuflucht. Wow. Sie sollten hier nicht ganz so frische Luft genießen und ein paar Fotos machen. Ich werde Ihre Komposition streng beurteilen. Als ob ich wüsste, was das bedeutet. Nein, ich mach Foto machen, F. Ja, hat man danach auch alles freigeschalten, Böno. Das hat sich nicht geändert, das ist so wie immer. Okay, 2 von 12 haben wir. Wir müssen alles erledigen, damit wir dann auch alles im Sandbox-Modus frei haben. Also eine Menge Arbeit. Genau, Böhner. Drüben sind noch welche, die wir nicht haben. Ah, das ist Digimon noch. 5 von 12. Sechs von 12. Müssen wir noch mehr suchen. Irgendwo müssen noch 6 verschiedene Arten sein. Das ist eine Zusatzmission, Bruno. Ich finde es eine schöne Zusatzmission. Oh, Paras, meine Lieblingsdinos. Oh, das ist ein schönes Bild mit ganz vielen Dinos drauf. 7. Ah, da ist noch einer, den wir nicht fotografiert haben. Apatosaurus, so 8. Da vorne gibt es noch Dinos, die wir nicht fotografiert haben. Jetzt meckert doch nicht immer, Bruno. Genieß doch das Spiel einfach ein wenig.
So, noch drei. Da vorne sind noch welche, die wir nicht haben. Zwar Ankylosauren. So, jetzt haben wir noch zwei Arten, die wir nicht fotografiert haben. Ich glaube, da hinten waren doch noch Dinos, da wo das Kraftwerk ist. Da, genau, guck, da vorne sind noch Dinos. Was haben wir da? Ah, Triceratops. Ja, schöne Triceratops. Und da haben wir noch, was haben wir? Ah, diese Dinge, wie heißen die jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ah ja, die Tachis. So, wir haben die Mission erledigt. Das Katalogisieren der Dinosaurier. Zugriff auf T-Rex in der Zuflucht. So. Jetzt haben wir alle Dinosaurier, die wir hier haben, haben wir kategorisiert. So, jetzt fahren wir zurück. Und dann müssen wir die... Moment, wir können die Dinos eigentlich selber suchen und... wir müssen mit dem Heli. Wir müssen ja mit dem Heli. So, wir müssen ja mit dem Heli, wir müssen die Dinos finden. Aber ich glaube, wir müssen es selber machen, dann sehen wir sie. Okay, zweimal Gallimimus. GLL03 und GLL07. Da sehen wir sie nämlich. Das sind die Gallimimus, die beiden, die wir haben müssen. Getroffen. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen getroffen habe. Pfeil hat Ziel verfehlt. Der ist getroffen. Okay. Die beiden, die wir haben müssen, sind getroffen. Sehr schön, gut. Da müssen wir sie jetzt transportieren. Und zwar zum Gehege. Was ist das Gehege? Sammle Produkt ein. Hierhin. Und hierhin, hier benötigen wir noch ein Tor. Und wir benötigen noch Futter, hä? Wir benötigen noch Futter. Produkt wurde eingesammelt. Und Wasser. So, und dann noch ein wenig Bäume. So. Gut, die beiden Gallimimus haben ein Stigimo-Loch, brauchen wir jetzt noch. Dann schnappen wir uns jetzt wieder den Heli. Da drüben ist einer. Gucken wir mal. Ah, hier unten ist er irgendwo. Da ist er.
Mitten in den Bäumen, na super. Da ist er. Ah, Mist. Ich muss so. Getroffen und so. Ist er jetzt? Abgehauen. Dort ist er. So, jetzt sollte es klar sein. Jawohl. Reicht das? Ich glaube, das reicht sogar schon, oder? Yes! Oh, das sieht ungesund aus. So, den können wir transportieren. Den können wir transportieren ins Gehege rein. So, und dann wieder mit dem ICU-Helikopter. Und jetzt noch den letzten. Den Sinoceratops. Ne, dann haben wir den Stygimoloch. Benötigen wir jetzt noch. Okay. Ich finde das cool, dass man hier das Zeugs mal selber machen muss. Dann mache ich es auch mal. Das sind die ganzen Gallimimos hier. Genau, das sind alles Gallimimos. Dort ist er. Ich sehe. Sind so winzig, das ist so schwierig. Nein! Jo, der ist getroffen, das sollte reichen bei dem kleinen einen Schuss. Zack, und betäubt. So, der kann nach Hause fliegen. Wir transportieren den hier auch ins Gehege. Und zack. So. Sind die denn glücklich? Gesundheit ist niedrig. Geborgenheit ist bei 99. Ja gut. Aber wir sollten die mal heilen, hä? Heilen und heilen. Oder ne, wir machen das selber. Wartet. Wir machen das selber. Produkt in Reichweite. Arsch. Der ist zu weit weg, Mann. Jetzt bleibt er stehen. Drüber geschossen. Das ist doch scheiße mit diesen Pfeilen. Bestätige Treffer. Ja. Ups, voll in den Arsch. Oh, warum rennst du jetzt? Wieso rennt er jetzt? Bist du? Okay, das war ein Treffer. So, der wird jetzt geheilt. Wo ist der Heli? Wann kommt der hier?
Ich höre den Heli. Da ist er, der Heli. Da kommt er. Auf den warten wir jetzt. Damit wir den auch noch heilen können. Und danach machen wir Pause. Ist schon nämlich schon 16 Uhr gleich. Sehr gut. Jetzt, da wir die Dinosaurier haben, wird es Zeit, diese Krankheit zu studieren. Bauen Sie einen Beobachtungsturm in der Nähe des Geheges, damit unsere Wissenschaftler die Dinosaurier beobachten können. Was sollen wir machen? Bauen Sie mir eine Beobachtungsplattform. Können wir gar nicht machen. Aber müssen wir forschen. Wir müssen alles neu erforschen. Wow, wir müssen alles komplett neu erforschen hier. Ja, wie cool ist das denn? 400.000, ouch. Wir müssen alles neu erforschen. Wow, cool. Wie cool. Wir müssen alles neu erforschen. Ah ne, das ist aufs Dragon Ball. So, ich warte kurz, bis genau, Faramir, der Hubschrauber ist jetzt geheilt. Yeah! Hauptsache, der Hubschrauber ist geheilt. Wow, war das gerade ein Erdbeben? Oder der ich glaube, der Vulkan ist aktiv. So. Wo bauen wir denn am besten hin? Dort ist... Hier. Dann machen wir das hier weg, nämlich. So. Dann sind sie meistens hier beim Wasser und hier beim Essen. Da können sie gut beobachtet werden. Ne, das ist doch cool, dass wir wieder alles erforschen müssen. Ich finde das super. Ich liebe das. Ich bin begeistert. So, der Beobachtungsturm ist gleich fertig. Bam, der Beobachtungsturm ist fertig. Oh, schon fertig. Unsere Wissenschaftler sind in Position und bereit, die Dinosaurier zu beobachten. Sie müssen dafür sorgen, dass es die Dinosaurier bequem haben und sie ruhig bleiben. Okay, nicht unter 80% sinkt die Geborgenheit. Geborgenheit 100, Geborgenheit 54, Geborgenheit 72, Geborgenheit 100. Okay, wir müssen herausfinden gleich, wieso. Ah, neuer Speicherplatz. Speichern. Live Stream. Wir müssen gleich herausfinden, wieso die Geborgenheit so tief haben. Aber ich vermute mal, weil es mehrere Dinosaurier benötigt von denen. So, also. Falsches. Das hier. So. Der Livestream geht um spätestens um 16, 15 Uhr weiter. Also holt euch Kaffee, Tee, sonst etwas zu trinken. Holt euch Essen, geht aufs Klo, schlaft 10 Minuten, was immer ihr wollt.
Um 16, 15 Uhr geht's weiter, egal ob ihr wieder da seid oder nicht. Also, bis gleich, ihr Lieben. So, also, ich bin wieder da. Ich habe eine 3,3 Dezi-Dose Eistee, meine erste. Ich habe zwei im Kühlschrank. Lecker. Ich liebe Eistee. Kekse geklaut. Hat mir einfach Kekse geklaut. Wie frech. Einfach Kekse geklaut. Einfach Kekse geklaut. Einfach Kekse geklaut. Ja, aber dein Dino kann in der Regel nicht mit anderen Dinos kuscheln. Den Dino, wo du immer sein möchtest. So, ich gucke nebenbei auf der Internetseite von Kobi, ob man da noch was holen kann. Die haben zum Beispiel noch das Schlachtschiff von den Japanern, die Musashi. Musashi, oh. Die Dingens, die Yamato ist ausverkauft. Oh je. Yeah. Aber die hätten noch das U-Boot, die U-48. Oh, die U-48. Ah, das ist das berühmteste U-Boot der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Interessant. Ja, das wäre irgendwann noch was für 37 Euro statt 42 im Moment. Ja, das wäre es wirklich noch. Oder mal was von den Amerikanern holen, das sieht noch schick aus. Die USS Wahoo SS 238. Ja, sieht noch schick aus, aber die Amerikaner sind doof. Ich mag die Amerikaner nicht. Die machen immer alles kaputt. Aber die Musashi ist aber auch noch schick. Schick. Und was schreibt die so? Ich sollte mal gucken, was sie schreibt. Welches meinst du, Farame?
U48, Moment, ich kann dir das gerade von Wikipedia mal vorlesen. Wikipedia. U48. Kriegsmarine. U48 war ein deutsches U-Boot vom Typ VIIB, das im Zweiten Weltkrieg von der Kriegsmarine eingesetzt wurde. Der Bauauftrag vergeben. In Kiel wurde das gebaut. Ne, das interessiert uns nicht. Die U-48 gilt als das erfolgreichste U-Boot des Zweiten Weltkrieges. Es versenkte auf 12 Feindfahrten 52 Schiffe mit einer Gesamttonne von 307.935 BRT und beschädigte eine Sloop und drei weitere Schiffe mit einer Gesamttonne Tonnage von 20.480 BRT. Also war eines der erfolgreichsten U-Boote im gesamten Zweiten Weltkrieg und deshalb ist die U-48 das berühmteste U-Boot des Zweiten Weltkrieges. Ja, die Deutschen haben so einige Rekorde aufgestellt. Ich glaube, es gab mehrere U-48. Am 3. Mai 1955 in Neustadt selbst versenkt, gemäß Regenbogenbefehl. Also sollte nicht in feindliche Hände geraten. Sehr weise, sehr weise. Ah, ne, es gab nicht mehr, das ist das Einzige. Oder? Weiß gerade nicht, steht da gerade nicht. Ja. Ja, ich glaube, die U-48 gab es nur eine. WW Kirgon. War 56, war der Krieg vorbei. Nee. Er war 45 vorbei, der Krieg. Ja, und eben laut dem Regenbogenbefehl wurde das Schiff, das U-Boot dann versenkt. Der sogenannte Regenbogenbefehl der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg besagte, dass alle nicht für die Fischerei oder zum Minenräumen geeigneten Schiffe und U-Boote der Kriegsmarine zu versenken seien, um sie nicht dem Feind übergeben zu müssen. Dieser Befehl wurde von Großadmiral Karl Dönitz am 30. April 1945 als er die Nachfolge Hitlers antrat, bestätigt, dann aber bereits am 4. Mai wieder zurückgenommen. Nach den Maßgaben des Regenbogenbefehls wurden über 200 deutsche U-Boote bei Kriegsende von ihren Besatzungen versenkt, darunter eben auch die U-48.
Ah, ich liebe die deutsche Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Ist immer mega spannend. Aha, genau, Falame. Jo. Gut, ja. MTU 48 bei Corby wäre auch noch interessant. So, ich hole mir noch schnell die zweite Dose Eistee und dann machen wir langsam weiter. Ja, ne, eben gestern war richtiges Gewitter hier, direkt über unserem Haus. Boah, das hat geknallt vom Donner. Und heute ist bewölkt, also keine Sonne. Und was ich noch sagen wollte, wenn euch das geschichtliche Zeugs und so nicht interessiert, was ich euch so erzähle, dann müsst ihr sagen, ich werde es zwar nicht beachten, aber sagen könnt ihr es. So. Aber es ist jetzt 4 danach. 4. Ja, ich habe das Video gesehen, Hugo, wo du gepostet hast. Mit dem Tornado. Ja, ich habe das Video gesehen. Ja, Beinos Geschichten interessiert. Gut, das freut mich. Ich finde es nämlich auch spannend. So, wir müssen jetzt herausfinden, wieso die Geborgenheit nicht so hoch haben. Beim Sinoceratops könnte ich mir vorstellen, weil er zu wenige hatte. Wo kann man das gucken? Statistiken, da, ja, sozial, der braucht noch einen Sinoceratops. Was sind die Sinoceratops? Digimoloch, so, ne, Stegosauren. Da, ein Sinoceratops. Anfrage bestätigt. Einen betäuben, bitte. Ja, Kirgon liebt auch die Geschichte. Und das Digimoloch. Wow, wie viel braucht der denn? Wo steht das?
4 bis 12. Der braucht noch 3. What the fuck? Okay. Wir brauchen noch 3 Stigimolochs. Was sind die? Das sind Gallimimos. 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 Stygimoloch 1, Stygimoloch 2. Danach brauchen wir noch einen. Was sind die? Wir brauchen noch einen. Das sind alles Gallimimos. Gallimimos. Sag nicht, dass wir zu wenige haben. Parasauren, Korytosauren, Korytosauren. Was haben wir nicht genug? Stygimoloch. Nö, sag das nicht. Wir brauchen 4. Das sind keine Stygimolochs. Oh Gott. Haben wir nur 3? Oh no. Haben wir tatsächlich nur 3? Der Livestream hängt tatsächlich. Hängt der bei den anderen auch? Okay, wir haben nur 3 Stücke Moloch, so viel ich weiß, hä? Scheiße. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Bei Kirkon ist alles gut, okay. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Welche Station? Wir müssen mal ein wenig was verbessern. Oh, die Teamplanung geht nicht. Wir müssen diese Dinos nämlich mal ein wenig heilen. Produkt unterwegs. Lege weitere Aufgabe fest. Produkttransport wird durchgeführt. Haben wir echt keine Stygimolochs mehr? Doch da sind welche. Da sind doch noch welche. Ja, da sind noch welche. Da sind noch welche. Okay, scheint nur bei dir zu sein, Franzi. So leid es mir tut. Produkt transportiert. So, noch die zweite Dose öffnen. So. Oh, direkt das Alpha habe ich erwischt. Bestätige Produktzustellung. So, dann transportieren wir den hier auch noch. Und dann sollte bei den Tieren. Produkt wird eingesammelt. Dann die Geborgenheit steigen. Ja, da die Geborgenheit ist schon bei 90% jetzt bei dem. Und der ist nur Geborgenheit 24. Geborgenheit 46. Wieso ist bei dem nur 23? 22. Was ist mit dem?
Ah, immer noch wegen des Sozialen, oder was? Okay, das wegen dem Sozialen. Gut. Aber da kommt ja schon. Ja, das ist sicher wegen dem Vulkan da hinten. Der ist aktiv, wie man sieht am Rauch. Nein, das Gehege ist nicht so klein. Es ist wegen des Sozialen. Es ist wirklich wegen des Sozialen. Aber gleich sollte es gut sein, weil die brauchen 4 bis 12 und gleich haben wir 4 im Gehege. Da ist ja der vierte Stigimon-Loch. Und dann steigt es wieder, die Geborgenheit. Ja, die sind in Quarantäne, weil wir herausfinden müssen, an was für eine Krankheit die Dinos hier leiden. Nein, kein gegrillter Dino hier. Produkt wurde zugestellt. So, jetzt haben wir 4. So, jetzt steigt's. Es steigt. Guckt mal. 24, 25. So, jetzt ist Geborgenheit überall wieder gut. Okay, sie steigt. Gleich ist sie dann bei, bald ist sie dann bei allen auf 80% und alles ist gut. Kann ich ja nicht. Ich kann die nicht heilen. Die Krankheit ist noch unbekannt. Und das geht's ja, warum wir das Ganze hier machen. Weil die erforschen müssen, was für eine Krankheit es ist. Ja, aber was genau es ist, wissen wir ja noch nicht. Wir wissen nur, dass es eine Atemwegserkrankung ist. Aber wie man sie heilt, das wissen wir ja nicht. Wir müssen ja erstmal herausfinden, wie man sie heilt. Deswegen holen wir die Dinos ja hier hin, damit sie beobachtet werden können. Wir müssen erstmal ein Gegenmittel entwickeln. Ich denke, das ist der nächste Schritt, ein Gegenmittel zu entwickeln. So, wie sieht's denn aus? 79. Okay, jetzt sind alle bei 80. Jö, wir haben es geschafft. Bam. 1 Million. Ranger Team Planung ist jetzt verfügbar. ACU Helikopterplanung ist verfügbar. Sie hatten alles unter Kontrolle. Ja. Unsere Wissenschaftler haben die Daten, die sie für eine experimentelle Behandlung brauchen. Und vielleicht sogar ein Heilmittel. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe immer an Sie geglaubt, Claire. Nein, haben Sie nicht. Ich korrigiere. Ich habe meistens an Sie geglaubt. Besser? Ehrlicher. Das war jetzt einfach nur gemein. So. Leider können wir die Dinosaurier in ihrem Zustand nicht zur Zuflucht bringen. Aber möglicherweise haben wir ein Heilmittel gefunden. Ursache und Heilmittel. Isolieren Sie den STM-01-NBR in einem Gehege. Okay, Belohnung ist 1 Million Dollar, dann Ausfallschutz 2.0, leichter Stahl, elektrisch, das ist Elektrozaun. Schwerer Stahl, elektrisch, auch Zaun und verbesserte Leistung 2.0. Mission. Zuerst müssen Sie die kranken Dinosaurier isolieren. Das Team muss die Symptome studieren, bevor es Ihnen das mögliche Heilmittel verabreichen kann. Haben wir wieder Zeugs zu erforschen? Ja, haben wir. Gebäude. Oh, ACU, Helikopterplaner und... Oh, wir haben nur ein Forschungsteam. Können wir denn noch ein zweites Forschungsteam? Ah, nur Forschungskosten und Forschungstempo. Okay. Okay, wir müssen ein eigenes Gehege... Was ist denn STM? Was ist da? STM?
Hä? STM, STM. Sticky, Sticky Moloch, oder was? Ist das das Gefangene? Das Sticky Moloch 01. Haben wir den? Ja, das ist der hier. STM 01 NBR. Das sollen wir in ein eigenes Gehege bringen. Okay. Das machen wir. So, und jetzt, STM01, wo ist er? 02, 03, 05, STM01, da haben wir ihn. Ja, das Tor. Gehen wir einfach hier durch. So. Der ist betäubt und jetzt transportieren wir ihn. Wir isolieren ihn von den anderen. So. Wir können noch ein wenig was erforschen. Hier zwar die Ranger-Planung. Nee, das ist noch eine einfache Mission. Ja, wir müssen alles neu erforschen, wie ich schon mal gesagt habe. Wir haben nichts erforscht. Wir müssen hier quasi von vorne anfangen. Ich finde das richtig cool. So. Zustellung abgeschlossen. Oh ja, stimmt. Aber wir warten schnell noch. So, jetzt ist isoliert. Bam. Gut, Sie haben die Dinosaurier isoliert. Jetzt sorgen wir dafür, dass das so bleibt. Bitte vergessen Sie nicht, dass diese Tiere ein großes Investment darstellen. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Ihrem Pfeilgewehr herumspielen. Wir sorgen uns um die Gesundheit der Dinosaurier, Mr. Fitch. Gesunde Dinosaurier sind gut. Sie zahlen unser Gehalt. So, er muss beobachtet werden können. Scheiße. Wir können ja keinen Strom bauen. Ach Mist. Aha. Hehe, wir haben keinen Strom. Und das ist alles außerhalb vom Radius. Oh shit. Wir können ja keinen Strom. Da müssen wir was anderes ausdenken. Da müssen wir das Gehege. Da müssen wir das Gehege anders bauen. Dann müssen wir das Gehege hier innerhalb dieses Dingens bauen. Müssen wir das Gehege irgendwie hier bauen.
So. Dann müssen wir hier noch Futter haben. Und Wasser. So. Wo ist der Dino jetzt? Ah, da. Hole Produkt ab. Dinosaurierbedrohung. Bedrohung. Wo denn? Ah ja, ist mir jetzt egal. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Transportiere Produkt. Produkttransport beendet. So, noch 10 Sekunden. 5. 4, 3, 2, 1 und geschafft. Wir werden das Heilmittel einsetzen. Das Ranger-Team hat bereits den Prototypen und eine Einweisung bekommen. Hoffen wir das Beste. So. Bam. Okay, wir sollen jetzt beobachten. Es tut mir leid. Sie haben alles richtig gemacht. Aber das Heilmittel hat die Symptome der Dinosaurier weiter verschlimmert. Oh nein. Wir waren so nah dran. Geben Sie sich nicht selbst die Schuld. Oh nein. Es ist gestorben. Wir müssen weitere Forschungen anstellen. Und dazu brauchen wir mehr Dinosaurier. Zusammen können wir ein richtiges Heilmittel finden. Dieses Mal wird es funktionieren. Fleischfresser. Okay. Jetzt wird die Sache kompliziert. Neben den hiesigen Pflanzenfressern wollen die Wissenschaftler auch einige Fleischfresser studieren. Sie haben ein paar gefunden und bringen sie gerade her. Bereiten Sie die nötigen Anlagen für deren Unterbringung vor. Ja, jetzt wird's kompliziert, oder was? Bereiten Sie die Ankunft der folgenden Fleischfresser vor. Da fehlt noch ein Gehege. Oder wobei, wir können das hier einfach halbieren. Transport hat begonnen. So. Jetzt müssen wir noch warten, wir speichern mal. Naja, das Heilmittel hat einfach nicht richtig gewirkt. Ich hab Zäune für alle. Ich hab 3 Fleischfresserzäune. Und ein Gehege.
brauchen noch ein Sticky-Moloch, ey. Die drehen uns sonst wieder durch hier. Was ist Sticky-Moloch? Da haben wir noch ein Sticky-Moloch. Ach, jetzt kommt SK Notauros. Dann setzen wir mal hier hin. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Was ist Digimoloch? Da ist er. Füge Aufgabe hinzu. Wir haben noch keine Zäune mit Elektro. Die werden erst noch freigeschaltet. Wir haben nur die normalen Zäune. Wir haben nichts mit Elektro. So, da wird Carnotauros. Ich bin ja auch nicht der Doktor, ich war auch nur derjenige, der das Heilmittel verabreichen sollte. Ja, eben. Jetzt seid doch nicht so ungeduldig und genießt es einfach. Wir müssen halt jetzt einfach forschen, das ist doch das Spannende. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Okay, der Baryonyx kommt gleich noch. Und dann den Albertosaurus. Das ist auch ein schöner Dino, der Albertosaurus. Oh, der greift den Zaun an, der Idiot. Streift umher, greift Zaun. Oh Gott, hör auf, ey. Produkt wird eingesammelt. Verstanden. Wir brauchen bei Dingen hier noch ein neues Team und ein neues Team. Oh. Dann Treffsicherheit. Dann noch Planung und Planung. Ich weiß nicht mal, wie viel Strom wir insgesamt noch zur Verfügung haben. Wo ist das Kraftwerk? Wir haben noch 33 Einheiten zur Verfügung. Produkt unterwegs. Du sollst den ganzen Zaun reparieren. Und hier müssen wir auch noch verbessern. Treffsicherheit. Planung. So. Der Albertosaurus kommt doch erst. Du musst gucken hier unten. Der kommt erst. In 15 Sekunden. So, jetzt müssen wir gleich sagen, wo wir das hin soll, und zwar hierhin. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Beobachten Drehen. Sie diese Fleischfresser, während sich das Team an die Arbeit macht. Sie dürfen nicht die Kontrolle verlieren. Ich habe gesehen, was passiert, wenn diese Tiere ausbrechen. Nicht unter 80% sinkt. Oh ne, die müssen auch mit einer Plattform. Ah, scheiße, ey. Oh Gott, die müssen auch mit einer Plattform. Bestätigt. Einverstanden.
Das soll auch mit einer Plattform. Transport abgeschlossen. Ich glaube, die hier sind gar nicht mehr wichtig, oder? Ja, das sind keine missionsrelevanten Dinosaurier mehr. Wir schmeißen die alle raus hier, dann können sie nämlich auch hier beobachtet werden. Dann können wir vielleicht das Gehege auch hier halbieren. Können wir nämlich hier noch einen Turm bauen. Nein, ich bin nicht unkonzentriert, Bino. Aber ich konnte nicht vorhersehen, dass diese Mission kommt. Das hat nichts mit Konzentration zu tun. Wir lassen sie kurz gerade mal betäubt, die Dinos. Füge Aufgabe hinzu. So, ich muss nämlich gerade überlegen, wie wir. Wir haben hier eine. Okay, wie sieht's denn. Okay. Dann haben wir hier ein Gehege, das mit Turm ist und dann. Können wir hier noch einen Turm bauen? So. Was hat der mit. Ah, mit dem Sozi. Nee. Keine Ahnung, wieso das der mit dem. Das war eigentlich alles gut. So. Gut, und dann. Und was nun? Erstmal die. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Zäune reparieren. Verstanden. So. Dann müssen wir hier. Können wir gerade noch etwas Wasser einsammeln? So, mit Wasser. Gut. So, okay. Und dann müssen wir hier alle Dinosaurier betäuben. Die müssen nämlich alle weg. Anfrage bestätigt. Die müssen nämlich alle weg jetzt. Ah, und dann noch ein Zaun. So. Ich bekomme kein Geld von YouTube, Bino. Habe ich noch nie bekommen. Lassen wir die hier frei. Und zwar hierhin. 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 Carnotaurus kommt hierhin. Der kommt hierhin. Der kommt hierhin. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Weitere Aufgabe fest. Kommt auf die Liste. Bestätige Aufgabe. So, die wird. Produkt wird transportiert. Du sollst hier den Zahn reparieren, habe ich gesagt. Ah, ist gut. Produkttransport im Gange. Transport im Gange. Hole
abgeschlossen. Produkt zugestellt. Bestätige Produktzustellung. Produkt wurde transportiert. Produkttransport beendet. Produktzustellung bestätigt. Produkt in der Luft. So, noch eine, komm schon. Betäubt denn endlich. So, okay, jetzt können wir transportieren und dann noch den hier hin. Und dann noch Pflanzenfresser-Dingens weg. Da ist irgendwo noch eine. Irgendwo wird wieder der Zaun angegriffen, Produktzustellung bestätigt. Na, nicht schon wieder, Bestätigt. Produkt wurde eingesammelt. Wieso? Was macht der Typ immer, Unterwegs zur Reparatur. Wieso hat der so eine niedrige Geborgenheit? Was ist denn los? Grasland, das Gehege ist zu klein. Ah, Mist. Produkt wurde zugestellt. Okay, für den ist das Gehege Verstanden. Zu klein. Müssen wir das Gehege noch etwas vergrößern? Bestätige Produktzustellung. Oh, der braucht noch Fressen hier. Bei dem stimmt da. Oh, der braucht noch mehr Wasser. Baryonyx braucht noch mehr Wasser. So. Noch nicht genug Sumpf. Okay, noch mehr Wasser. So, jetzt ist glaube ich genug, oder? Ja. Geborgenheit stimmt jetzt, aber er greift wieder an. Ja, Geborgenheit ist jetzt eigentlich gut, aber... Anfrage bestätigt. Die Geborgenheit steigt zu wenig an. Okay. Also zu langsam, meine ich. So, wir lassen die anderen jetzt gerade mal betäubt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Baryonyx. So. Der da hier kommt auch zurück. Ich weiß nicht wieso. Bei dem mal zu wenig Dingen. So. Wieso, dass der da hier. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So. Transport hat begonnen. Die haben einfach alle jetzt eigentlich ein großes. Genug Gehege, genug zu fressen und alles. Mal gucken, wieso die immer noch spinnen. Produkttransport im Gange. Transport abgeschlossen. Da, das steigt jetzt auf 40, jetzt gleich, okay. Produkttransport beendet.
so ist bei dem die Geborgenheit 6. Wieso sinkt die immer noch? Ah, ist noch etwas zu viel Wald. Dann löschen wir doch noch ein wenig Wald. So. Ist jetzt gut? Ja, jetzt stimmt alles. Jetzt steigt die Geborgenheit. Sehr gut, die Geborgenheit steigt. 19, ja, die Geborgenheit steigt. 63, 64, 65, 66, 67. Gleich ist er im grünen Bereich. Ja, jetzt ist er im grünen Bereich. Und greift den Zaun an. Wieso? 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 Du dumme Sau! Ach, hör doch jetzt auf mit dem Zaun. Ehrlich, Mann, das ist schon nicht mehr witzig jetzt. Euch fehlt doch nix. Oh Gott. Wieso? Hört auf. Der hat 100%. Was denn? Ich weiß nicht, ob du den Zaun hast. Ich meine, ist auch egal. Reparaturanfrage bestätigt. Wer ist das? Das ist der Baryonyx, hä? Ja, was für ein Zaun ist jetzt defekt? Oh Mann, du bist ein doofer Dino, ehrlich jetzt. Bestätigt. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Die haben zu fressen. Jetzt wartet doch. Die müssen einfach noch, vor allem der hier muss noch etwas zufrieden werden. Ich glaube, das ist Albertosaurus hier. Dem Ding jetzt geht's gut hier, dem Carnotaurus. Der fühlt sich pudelwohl. Der hat jetzt auch 100% der Baryonyx. Einfach nur noch der Alpertosaurus. Einfach der Alpertosaurus, der muss noch, Zustellung abgeschlossen. Der muss einfach noch nach oben. 75. 76. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist langsam gut. Jetzt haben sie, glaube ich, sich beruhigt. 80. Yes, okay. Jetzt haben wir es. Gut. Jetzt läuft hier die Zeit noch unten. Jetzt müssen dann einfach auch noch alle drei gleichzeitig im Beobachtungsturm sein. Das wird etwas schwieriger. Das wird etwas schwieriger, dass alle gleichzeitig in Beobachtungstürmen sind. Nein, wieso greifst du jetzt den Turm schon wieder an? Bestätige Aufgabe. Aufgabe erhalten. Wieso ist er jetzt hier? Der soll nicht hier sein, der soll hier hin. Unterwegs.
Ja, wieso der immer ausbricht, weiß ich nicht. Dabei ist die Geborgenheit ja auf 100%. Ich verstehe das nicht. Nee, das läuft nicht alles schief. Das muss so sein, Bino. Es ist doch alles gut. Die haben jetzt Geborgenheit alle 100%. Ist doch alles perfekt. Beginne Produkttransport. Ja, eben. Ist ja schon fast geschafft. Ist doch kein Problem jetzt mehr. Du siehst immer schwarz, das ist das Problem, Bino. Ey, wieso ist das hier nicht repariert? Ich hab doch gesagt, dass wir reparieren gehen. Wieso geht der nicht reparieren? Ich hab doch gesagt, dass wir reparieren, ey. Voll Idiot. Albertosaurus ist schon ein cooler Dino. Aber jetzt greift er wieder den Zaun an, oder? Nein. Moment, gerade nicht. Das ist ja Futtersuche. Hier ist Futter, der dumme Dino. So, jetzt haben wir es geschafft mit den 80%. Aber jetzt sind sie nicht mehr in den Beobachtungstürmen sich drin. Scheiße. Jetzt ist der weg. Aber der wäre drin hier. Ah, Mann, das ist doch eine Verarsche, Mann. Oh nein, jetzt müssen wir mega lange warten, bis endlich alle in der Beobachtungstürme Sicht sind. Das sollte wieder darüber. Können wir denn noch? Vielleicht können wir hier ja noch. Vielleicht ist hier ja noch gerade Strom. Jo, hier ist gerade noch Strom, sehr gut. So. Meine höhere Chance aus dem Sichtfeld ist. Hab ich ja, Franzi, aber der eine hat gefressen und der andere, komm schon, bau jetzt schon fertig. Da sind alle im Turm. Schnell! Ja, ich hab das Futter im Sichtkegel des Turms, aber wenn sie gerade nicht fressen wollen. Ha, der ist einfach gerade im Dingens in, was kein Dingens Turm gibt. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir das machen. Einverstanden. Betäuben. Bestätigt. Betäuben. Betäuben. So, jetzt noch kurz den dritten betäuben lassen. Ich habe nämlich jetzt eine Idee, wie wir das machen.
zocke, der hat am längsten. Da startet der als erstes. Wir setzen den nämlich jetzt hier hin. Und dann der da setzen wir. Hier hin. Und der da setzen wir. Hier hin. So. Ja, das setzen wir sie nämlich alle vor die Türme. Halli, hallo, Ducker McHot Duck. Willkommen. Der kommt etwas zu früh, Mist. Produkt wurde eingesammelt. Produkt wird transportiert. Zustellung wurde abgeschlossen. So, jetzt haben wir es. Produkttransport. Ja, sie sind sicher untergebracht. Okay, 4 Minuten lang. Oh ne, unruhig. Oh ne, der ist unruhig. Oh je, als ob der nicht ganz so ruhige Vulkan noch nicht ausreichen würde. Jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Oh, die Dinosaurier bleiben unsere Priorität, Finch. Ich werde nicht zulassen, dass Mutter Natur uns daran hindert, das zu erreichen, wofür wir hergekommen sind. Mission relevanten sind die drei. Oh, der ist auch unruhig. Ach, Mist. Ah, der bricht jetzt auch aus. So, ein Wirbelsturm oder einfach nur ein Sturm? Nur ist einfach nur ein Sturm, okay. Du immer bei einer mit deinem von vorne anfangen, ehrlich. Er ist immer noch unruhig. Baryonyx stört das nicht, dass Sturm ist. Ja, okay, wir hätten, der greift gleich, sicher gleich wieder den Zaun an. Ja, was habe ich gesagt? Ah, Mist, wir hätten beide gleichzeitig es transportieren. Oh, der ist jetzt auch noch unruhig. Und jetzt haben wir keinen Strom. Okay. So, jetzt läuft die Zeit wieder ein wenig. Aber der hier greift den Zaun wieder an. Hört er auf oder nicht? Okay, der Sturm ist vorbei. Ah, jetzt ist er draußen, okay. Was? Wir können nicht... Oh, scheiße.
Ach. Ding ist kaputt. Das Kraftwerk. Wir haben keinen Strom. Ah, hier ist das Problem. Haben wir jetzt wieder Strom? Ach ne, da. So. Jetzt sollten wir das Problem gelöst haben. Sollten wir gleich wieder Strom haben. Ja, jetzt haben wir wieder Strom. So. Ne, nicht Ranger 1, sondern Ranger 2. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Wo haben wir denn Stegosaurus? Stegosaurus. Da ist der Baryonyx, ja, da haben wir den Baryonyx. So, der Baryonyx ist betäubt. Dann mit sein Gehege rein. Wir speichern kurz. So. Wird es auch nicht geben. Also Vulkanausbruch. So, jetzt noch ein Gehege tun und dann sollte die Zeit wieder runterlaufen hier. So, mein Kaugummi, wo habe ich ein Kaugummi? Hier. So, jetzt sind alle wieder sicher in den Gehege. Es läuft sicher gleich die Zeit. Genau, jetzt läuft die Zeit runter wieder. Wir füllen mal ein wenig die Futterstationen auf. Einverstanden. Aufgabe hinzu. So. Die Zeit läuft sehr gut. Tote Dino.
wegen der Krankheit ist er gestorben. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, noch 1,5 Minuten. Irgendwo ist das Futter leer. Muss mal die ganzen Futterstationen ein wenig auffüllen, hä? Nachschubanfrage bestätigt. Anfrage bestätigt. Bestätige Aufgabe. Lege weitere Aufgabe fest. Reagiere auf Nachschubanfrage. Kein Problem. Kommt auf die Liste. Ja. Und hier deaktivieren wir. Deaktivieren wir erstmal, weil brauchen wir nicht. So. So, noch 10 Sekunden. So, fertig. Das war ein heftiger Sturm. Geht es allen gut? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Sehr gut. Die Wissenschaftler haben die nötigen Daten gesammelt, um ein funktionierendes Heilmittel herstellen zu können. Hoffentlich haben sie recht. Die Forschung wartet nur darauf, begonnen zu werden. Okay, wir sollen im Forschungszentrum die Quarzlunge erforschen. Quarzlunge, okay. Heilmittel Quarzlunge. Damals Quarzlunge. Erforschen wir sofort. So. Ihr seid selber gruselig. Gut. Dann können wir endlich die Dinosaurier heilen. Das wäre ja super. Ja, jetzt auf einmal. Bravo, Olo. Ja, Bueno. Er so, oh nein, wir müssen neu anfangen, jetzt sei schwarz. Und jetzt, ja, bravo, Olo, ja. Ich muss mal den Ventilator anschalten, ich schwitze. So. Ja, das werden wir sehen, ob das richtige Heilmittel sein wird. Aber ich denke schon. Ja, die Krankheit hat einen Namen und wir konnten sie im Forschungslabor erforschen. Ich denke schon, dass es jetzt die richtige sein wird. Jo, da ist es erforscht. Setzen Sie ein Ranger-Team ein, um das verbesserte Heilmittel... Unsere Wissenschaftler haben ein Heilmittel gefunden. Sie sind zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Nutzen Sie ein Ranger-Team, um dem Dinosaurier das Serum zu verabreichen. Der da hier, der Carnotaurus, das machen wir alleine. Der Carnotaurus. Reicht das? Nein, reicht nicht. Mist, gerade noch nicht getroffen.
Mann. Okay, jetzt, das sollte erst reichen. Gute Arbeit. Yeah. Yeah, wir haben ein Heilmittel. Die Mission ist beendet. Huhu. Sehr gut, das Serum funktioniert. Dank dieses Heilmittels sollten wir in der Lage sein, die Dinosaurier in ihre neue Heimat zu übersiedeln. Ob ich an Wunder glaube? Wie könnte ich bei dem, was ich täglich sehe, nicht daran glauben? Trotzdem, gute Arbeit. Sie haben etwas sehr Wichtiges beschützt. Ihr Bankkonto? Das auch, Claire. Ich habe jedoch von unseren majestätischen Tieren gesprochen. Natürlich. Sagen Sie mir, Finch, welchen Dinosaurier mögen Sie am liebsten? Den, der mich nicht in Stücke reißt. Den mag ich besonders. Okay, wir bekommen 1 Million und dann verbesserte Leistung 2.0 ist jetzt verfügbar. Und dann die Elektrozäune und Ausfallschutz. Yeah. Jetzt bekommen wir gleich noch die 3. Mission. Hallo? Die 3. Mission bitte. Wow, das schüttelt ja immer mehr. Hallo? Was ist die 3. Mission? Ich hätte gerne die 3. Mission. Schließen Sie Mission Nummer 2 ab. Haben wir doch. Ich möchte die 3. Mission. Hallo? Ja, ich weiß, Kirgon, aber ah, da kommt sie. Ich möchte auf die 3. Mission die warten. Hat sich geändert. Mount Sibo wird früher ausbrechen als gedacht. Viel früher. Das bedeutet, dass Isla Nublar nicht mehr sicher ist. Wir müssen unsere Tiere so schnell wie möglich von der Insel runterholen. Okay, heilen Sie die Atemwegerkrankung aller Dinosaurier. Die Tiere müssen für den Transport bereit sein. Das bedeutet, dass sie keine Symptome haben dürfen. Dann können wir sie in ihre neue Heimat bringen. Sie müssen diesen Tieren helfen. Ja, ich bin schon dran. Bestätige Aufgabe. Füge Aufgabe hinzu. Einverstanden. Bestätigt. Verstanden. Aufgabe erhalten. So. Und dann Forschungen. So, elektrischer Zaun. Nein. Ich kann nicht mehr heilen. Die können einfach nur einen nach dem anderen. Das ist das Problem. Wir haben auch nur 3 Dingens und die können immer nur je 4 Dinosaurier heilen. Das ist das Problem. Deswegen dauert das so lange. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir alle geheilt haben, ne? Das wird so lange dauern, bis alle geheilt sind, ey. Thank you.
Forschung ist fertig, dann werden wir die nächste Forschung machen. So, wir haben jetzt einen neuen Zaun hier, den kleinen mit Strom. Zurück zur Basis, dann kannst du weiter behandeln. Anfrage bestätigt. Bestätigt. Kein Problem. So. Die behandeln noch. Der ist fertig. Du kannst den heilen. Du kannst noch den heilen. Der wird schon geheilt. Du kannst noch den behandeln und dann sind hier alle behandelt. Dann fährst du dann hier hin, füllst das Futter auf und dann wird behandelt. So, die behandeln alle. Nein, wir kämpfen nicht gegen die Zeit. Wir sollen einfach alle heilen, die noch da sind. Wir heilen erst alle hier, weil sonst, ich weiß nicht, ob die sich dann mit der Zeit wieder anstecken, wenn die nicht geheilt werden. Das Problem, die sind jetzt alle voll in Panik. So, wir können mit das nächste erforschen und dieses Mal erforschen wir Ausfallschutz. Der wird noch nicht behandelt. Du kannst danach noch den hier. Aha, der ist ja schon behandelt, der ist ja gar nicht krank. Der dreht einfach nur durch. Okay. So, hier sind gleich alle behandelt, hä? So, da ist wieder einer behandelt. So, hier in dieser Ecke sind jetzt alle behandelt. Dann wollen wir jetzt in dieser Ecke alle behandeln. Füge Aufgabe hinzu. Bestätige Aufgabe. Aufgabe erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Anfrage bestätigt. Verstanden. So. Nochmal speichern. So, nochmal gucken, ob da wirklich alle. Ja, hier sind alle nicht mehr krank. Die sind einfach nur böse. Okay, sonst sind alle jetzt geheilt hier. Gut, sehr schön.
Die drei Ranger-Fahrzeuge kommen und werden jetzt hier heilen. Es wird einfach eine Weile dauern. Wir müssen jetzt etwas geduldig sein. Das Problem ist, die Viecher rennen immer davon. Ah, Forschung ist beendet, dann nehmen wir die nächste Forschung an. Da bei der Zäune ist noch was. Ah, den schweren Stahl elektrisch. Gut. Danach haben wir alles. Ja. Das wird jetzt eine Weile dauern, hier mit den Gallimimos. Die rennen immer panisch davon, das nervt. Schieß schon. Oh, nicht getroffen, schade. Aber es sind schon einige da, die geheilt sind. Okay, da ist geheilt. Der da hier braucht neue zum Heilen. Dann geh mal weiter und heile hier. Bestätigt. Die Brachiosauren. Hier geht's allen gut. Oh, ne, du sollst nicht nach Hause kehren, du sollst jetzt hier noch heilen und zwar noch mehr Gallimimos. Füge Aufgabe hinzu. So, der letzte elektrische Zaun ist jetzt auch noch erforscht. Da haben wir ihn. Da sind noch zwei Gallimimos, die noch krank sind. Okay, einer ist gesund von dem Brachiosaurus. Die benötigen etwa 5 Pfeile oder so, bis sie gesund sind. So, und du triffst auch nichts, oder was? Jetzt sind gleich alle Gallimimos hier. Jetzt triff schon, Mann. So, diese 4 sollst du heilen. So, ah, der ist jetzt gesund, gut. Und dann noch der letzte bei dem. Und Brachiosaurus sind jetzt auch 2 gesund. Kein Zugang. Och nö, die sind in den dichten Wald rein. Oh nee.
Da können wir sie natürlich nicht behandeln, wenn sie in den dichten Wald reingehen. Aber die kommen wieder raus. So. Okay, zur Basis zurück. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du die nächsten Dinos heilen gehst. Oh Gott, hier hat's noch so viele. Lege weitere Aufgabe fest. So. Du hier kannst jetzt auch noch hier hinkommen. Du kannst die nächsten Parasauren heilen. Bestätige Aufgabe. So. Gerade nicht so eine spannende Sache, für mich auch gerade nicht wirklich. Aber wir haben schon, wir müssen nur noch 31 Dinosaurier heilen, wir haben schon über die Hälfte, haben wir schon. Das soll wieder einer in den Wald rein, hä? Ein Gallimimus. Das sind so dumme Viecher, ey. Ja, dann, betäubst du erst den anderen hier. Kannst noch zwei, den hier nimmst du noch und dann gehst du hier nach drüben zu den Apatosauren. Und du, du hast noch alle vier, okay. So, jetzt mach da mal mit den Gallimimus, die sind so doof, weil die so klein sind. So, noch ein Gallimimus und dann sind die auch geheilt. Oh, der ist fertig hier. Gut, da kommst du jetzt auch hier hin, bitte. Aufgabe erhalten. So heißt die Ankylosauren, bitte. Wo bist du? Du bist hier, hä? Oh, da haben wir noch zwei, die nicht geheilt sind. So, 26 noch. Fünfundzwanzig, ja, langsam wird's. Bei den größeren Dinosauriern geht's immer schneller als bei den kleinen, weil die kleinen sind immer so flink. Und da dauert's immer, bis die mal getroffen werden. Oh, der flüchtet gerade nach da oben.
Der hier wird noch nicht geheilt. Der wird auch noch nicht geheilt. So. Da schon. Wow, da sind schon zwei geheilt bei den Ankylosauren. Hoho. Okay. Der ist auch gesummt. Welche ist das? Der da hier. Du gehst dann weiter. Wo kannst du noch behandeln? Hier kannst du noch behandeln. Hier kannst du noch behandeln. Oh, den hier kannst du noch behandeln. Die werden alle schon bald. Gut, dann geht die dann nach oben hier. Verstanden. Den kannst du behandeln. Und du gehst dann auch weiter und behandelst auch noch. So. Bald haben wir es. Nur noch 17. Hier sind alles. Ja, hier sind alle gesund hier. Schöne Tiere. Wo ist denn der? Hier ist einer. Wow, da ist einer abgehauen, oder was? Was stimmt mit dir nicht? So, nur noch 13. 12. Langsam wird's. Es wird langsam. Nur noch 10. Nochmal speichern. Da. Ja, das ist gerade in der Tat ein wenig langwierig. Ja, nur noch 10 müssen wir nur noch heilen. Das war jetzt eine dumme Frage, Böino. 10 bleibt immer 10. So, jetzt sind es noch 9. 8. 9. Ihr könnt eigentlich hier unten selber sehen, wie viele es noch sind.
Nein. 10 Dinosaurier, also 8 Dinosaurier jetzt schon. So, ich glaube, der wird noch nicht geheilt. Haben wir dann alle? Ja, ich glaube, wir haben dann alle. Ne, der noch nicht. Ach doch, der wird. Das soll schon behandelt werden, okay. Was sind die Autos? Okay, die sind jetzt alle hier. Ein Dino ist gestorben. Und zwar wo? Wo ist ein toter Dino? Irgendwas ein toter Dino. Ich sehe nur nicht, wo er sein soll, der tote Dino. Ja, hör mal auf. Dankeschön. Ich sehe gar keinen toten Dino. Ich sehe nicht mal einen toten Dino. Ja. Ja, ist gut jetzt. Ja, ist gut jetzt. Das nervt jetzt gerade echt. Ich sehe kein toter Dino, ernsthaft nicht. Wo soll ein toter Dino sein? Ah, da, an Altersschwäche gestorben. Okay, jetzt haben wir ihn gefunden, so. Ich habe ihn nicht gesehen dort zwischen den ganzen Dinos. So, noch zwei müssen noch. Wow, dieses Gesundheitsding, das nervt jetzt echt gerade. Hört auf zu piepsen! Wer ist denn denn? Oh Mann. Infizierten Dinosaurier entdeckt. Ich wusste, dass auf sie Verlass ist. Die Dinosaurier sind bereit. Leider haben wir nicht genug Transporthelikopter, um alle Dinosaurier mitzunehmen. Wirklich? Wir wussten um diese Möglichkeit lange, bevor sie eine zweite Chance auf Isla Nublar verlangt haben. Ich mag keine schweren Entscheidungen, aber Sie, Claire, fordern sie geradezu ein. Und jetzt sind wir hier. Also retten Sie Ihre Dinosaurier. Das war also auch nur ein weiteres leeres Versprechen von Cabot Finch. Egal. Wir retten so viele wie möglich. Hören Sie, Claire, mir sind die Hände gebunden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Sibo so schnell ausbrechen würde. Aber immerhin können wir ein paar von ihnen retten. Wir sollten wenigstens auf die Vielfalt achten. Bitte versuchen Sie, eine Vielfalt an Dinosauriern zu retten. Die Wahl liegt jedoch bei Ihnen. Und die anderen überlassen wir ihrem Schicksal, so weh mir das auch tut. Es tut mir leid, aber so ist die Situation nun einmal. Einige Dinosaurier werden erneut aussterben. Okay, wir können nur 8 Dinosaurier mitnehmen. Das ist meine Wahl gar nicht so schwer. Da ist meine Wahl gerade wirklich nicht so schwer. Wo sind die Parasauren? Wo sind die Parasauren? Hier, wir nehmen 4 Parasauren mit. Lege weitere Aufgabe fest. Bestätigt.
Reichen 4, oder müssen das mehr sein bei einer Parasauren? Idealer Bestand, wir nehmen 5 mit. Wir nehmen, glaub dann 5 mit. Und was nehmen wir noch mit? Triceratops, hä? Ja, Triceratops nehmen wir mit. Wie viel müssen das sein? Ah, da reicht eine. Da können wir eigentlich 2 oder 3 Triceratops mitnehmen. Nein, das reicht nicht. Von jeder Art nur 2. Das reicht leider nicht, weil die drehen sonst durch. Und ich nehme einfach nur die besten mit. Also wir könnten 4 Parasauren und 2 Triceratops. Und dann nehmen wir noch Fleischfresser mit. Wobei Triceratops braucht es nur einen. 4. Ja, aber Parasauren müssen wir 4 mitnehmen, sonst drehen die durch. Und wir können die mitnehmen, die wir wollen. Dinosaurier retten. Ja, Para retten. Wir nehmen 4 Para. 1 Triceratops. Okay, warte, wir nehmen jetzt mal die Paras, hä? Parasaurus retten. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Parasaurus retten. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und hier Parasaurus retten. So, da haben wir 4 Parasauren. Und dann betäuben wir einen Triceratops. Wo ist das Alpha von den Triceratops? Da wird das Alpha, ne, da wird das Alpha. Triceratops 3. Kommt auf die Liste. Weil Triceratops, die müssen nur eins sein. Die müssen nur einer sein. Dann hätten wir 5. Und dann nehmen wir 2 Brachiosauren. Wenn ich sie finde. So, da ist ein Brachio. Zur Abholung des Produkts. Da sind noch Brachios. Dann betäuben wir noch den Brachio. Brachiosaurus 1 und Brachiosaurus 2. Ah, komm, der Rest ist jetzt nicht so interessant. Corythosaurus und so. So ist der. Ja, so, jetzt betäubt den endlich, den Triceratops. So, der ist betäubt. Retten. Und dann noch einen Fleischfresser. Produkt wird eingesammelt. Einen Fleischfresser. Ja, den Albertosaurus nehme ich dann noch mit. Den Albertosaurus. So, den auch noch betäuben. Oh, der. Der frisst gerade ein Mensch. Haps, haps, haps und Mensch weg. So.
Ah, da sind sie. Ein Brachio betäubt. Retten. Retten. So, dann noch den Albertosaurus. Damit dann 4 Para, ein Triceratops, 2 Brachiosauren und ein Albertosaurus. Ich glaube, ja. Wir hätten, ja gut, wenn wir nur 2 Parasauren genommen hätten, hätten wir noch irgendwie 2, was weiß ich, nehmen können. Aber ich glaube, das wird auch so funktionieren, da bin ich mir sicher. Oh, da sind so viele Menschen drin. Ein Festmahl. Ist nur ein Albertosaurus. Wir haben nur einen. Hier ist ja noch der Zaun kaputt. Ich hab doch gesagt, ich sollte reparieren. Ja, den nehmen wir mit, den Albertosaurus. So, unbetäubt. Dann nehmen wir noch. Retten. Mit R. Und wir haben 8. Ich wollte sie alle retten. Doch stattdessen habe ich das Gefühl, Isla Nublar mit einer weiteren Niederlage zu verlassen. Diesmal leiden die Dinosaurier. Dabei sind sie genauso unschuldig wie die Gäste. Wir haben getan, was wir konnten. Ohne unsere Mühen wären alle Dinosaurier auf Isla Nublar erneut ausgestorben. Ja, und nun geht es, glaube ich, weiter in der Zuflucht. Was wir da wohl machen müssen. Das ist die Zuflucht. Ein Ort, an dem die Dinosaurier in Sicherheit sind. Hier können wir von vorne anfangen. Und dank allem, was wir gelernt haben, eine Umgebung schaffen, in der sie aufblühen können. Ich hoffe, Sie sind bereit. Ich bin es. Okay. Wer hat dafür bezahlt? Hoffentlich nicht ich. Wir waren uns einig, dass es diesmal anders laufen würde, Finch. Dass in der Zuflucht die Dinosaurier an erster Stelle stehen. Immer. Da sind wir uns einig, Claire. Zu 100%. Eine Frage hätte ich jedoch. Wie soll die Sache ins Rollen kommen? Und wann wird sie Profit abwerfen? Das sind 2 Fragen, aber sie sind wichtig. Ich habe schon einen Plan. Und wann erfahre ich den? Das sind 3 Fragen, Finch. Öffnen Sie Ihre Augen. Es hat bereits begonnen. Okay, die Zuflucht. Hammond Foundation Gebühr. Die Hammond Foundation streift einen Teil ihrer Einnahmen ein. Diese Gebühr erhöht sich mit den Einnahmen ihrer Insel und verringert sich nie, oje. Das ist bittersüß. Ich wünschte, wir hätten mehr retten können. Doch sie haben so viele gerettet wie möglich. Dank ihnen haben die Dinosaurier immer noch eine Chance. Wollten Sie jemals etwas, das Sie gesagt oder getan haben, zurücknehmen und von vorne anfangen? Ich schon.
Dieser Ort, diese Zuflucht, fühlt sich wie ein Neuanfang an. Eine Chance, die Dinge vielleicht nicht richtig, aber besser zu machen. Okay, bereiten Sie den Park auf die Ankunft der geretteten Dinosaurier vor. Die ersten drei auf Nubla Nord geretteten Dinosaurier treffen in Kürze in der Zuflucht ein. Bereiten Sie die nötigen Gehege und Parkanlagen vor. Der Tod von den missionsrelevanten Dinosaurier oder Dinosauriern, okay, die von Nubla Nord gerettet wurden, führen zu einem Misserfolg auf der Insel. Belohnung 1,75 Millionen Dollar, Ausbrütungstempo 2.0, Erfolgsrate 2.0, Forschungsteams Bravo, Grabungsteam Bravo. Okay, die ersten drei Geretteten, das müssten die Parasauren sein, hä? Ja, und ich zähle auf ihre Hilfe. Die Helikopter kommen mit den ersten Dinosauriern von Isla Nubla. Wir müssen Gehege bauen und uns um all ihre Bedürfnisse kümmern. Die Helikopter sind gleich da, Claire. Sie werden die Dinosaurier auf der Insel absetzen. Ich hoffe, Sie haben Pläne, um die Zuflucht darauf vorzubereiten. Schon dabei, Finch. Um jeden Preis. Nein, bitte nicht um jeden Preis. Halt deine Fresse. Ja, dann mach's gut, Beino. Bis bald und hab einen schönen Abend. So, ist denn schon Master da? Nein, aber etwas zu viele Bäume. So. Ich weiß, dass nicht verbunden ist, das kommt ja gleich.
So. Dann müssen wir noch einen Eingang haben irgendwo. So. Jetzt brauchen wir noch Strom irgendwie. Wo machen wir den Strom? So, wir machen hier hinten ein Industriepark. Die ersten Dinosaurier sind gleich da. Sorgen wir dafür, dass sie ihr neues Zuhause finden. Gesegnet sei das GPS-System. Oh. Hier müssen wir auch noch einen Weg machen. So. Ja, der Bestand ist noch zu tief, aber sonst ist alles gut. Yep. Sonst ist alles gut. Haben wir alles gut gemacht. So, dann müssen wir noch haben Betriebsgebäude. Noch eine Rangerstation. Ich hasse das Bauen hier, ey, das ist so mühsam. Haben wir Ranger, dann ACU noch. Parasaurus, hierhin bitte.
So, der zweite Parasaurus ist auch da. Wieso kein Strom hier? Haben wir zu wenig Strom oder was? Ne, wir haben genug Strom. Irgendwo ist nichts verbunden. Ah, da ist nicht verbunden. Aber jetzt ist überall verbunden, oder? Ja, wir haben jetzt ein funktionierender Strom. So, die drei Parasauren sind da. Bringen Sie das Gehege unter. Okay, denen geht's gut soweit. Ja, einfach das Problem ist jetzt mit die, weil es nur drei sind. Aber was soll das? Schau. Haben wir da schon ein Plus? Ja, wir haben ein Plus bei den Einnahmen. Gut, der Park ist schon gerettet. Wir haben ein Plus. So, Ranger steht, ACU steht. Wir warten jetzt mal noch. Eine Minute müssen wir jetzt noch warten. Und dann kommen die nächsten Dinos. Da müssen wir dann noch überlegen, was das sind. Das ist auf jeden Fall noch ein Parasaurus. Und danach ist der Triceratops. Dann die zwei Brachiosauren. Und zum Schluss ist der Albertosaurus. Ich glaube, so war die Reihenfolge, wenn ich mich recht erinnere. Und haben wir denn schon Besucher irgendwie? Ja, 88 Besucher haben wir. So, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Okay, die nächsten Dinosaurier sind gleich da. Ja, Parasaurus und Triceratops. In Gegner, bringen Sie alle neuen Gegner Gehegen unter. Ja, die kann ich hier runterbringen, bei denen hier. Weil die fühlen sich ja wohl eigentlich. Ja, wir bringen den Parasaurus hier unter und den Triceratops auch. Aber ich glaube, für den Brachiosaurus ist das ein zu kleines Gehege hier, glaube ich. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ich glaube, für den Brachiosaurus machen wir ein eigenes Gehege, glaube ich. Oder ist es trotzdem groß, oder ist es doch groß genug? Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Ne, ich glaube, das ist nicht groß genug. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, für den Brachiosaurus ist das wirklich zu klein. Für die Brachiosaurus müssen wir dann ein neues Gehege bauen. So, jetzt sollte gleich alles wieder nach... Ja, jetzt geht die Geborgenheit nach oben. Sehr gut. Okay. Die Triceratops können wir hier noch in dieses Gehege bringen. Aber für die Brachiosaurus brauchen wir dann ein neues Gehege. Wir gucken mal, was wir danach... Wir könnten Brachiosaurus... Könnten wir hier ein größeres Gehege machen. Und dann können wir den Weg komplett darum herumführen.
hier und hier machen wir dann eine Beobachtungsgalerie oder so. Oder wir machen so. Ja, vielleicht ein Show. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Triceratops, der kommt hier hin. So. So, der Triceratops ist auch da. Produkt zugestellt. So, jetzt müssen wir wieder 2 Minuten warten. Schon mal. Okay, hier machen wir den Weg mal weiter, hä? So, wir führen hier den Weg weiter. Da haben wir genug Platz für Dingens. Und dann als Zeichen der Zuversicht in ihren anhaltenden Erfolg wird die Hammond Foundation einen Teil ihrer Einnahmen einziehen. Die eingezogene Summe erhöht sich mit der Leistung ihres Parks. Seien Sie jedoch gewarnt, die Summe wird nie sinken. So geht das jetzt nicht hier. Was verbaut? Wollt ihr mich verarschen? Soweit, so gut. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass es die Neuankömmlinge gemütlich haben. Ja, Geborgenheit, das ist doch super, die Geborgenheit. So, da haben wir schon mal ein Gehege für den Albertosaurus. Ja, die Geborgenheit ist doch super. Ja, die Geborgenheit ist überall super bei allen. Ja, da müssen wir noch mal 3 Minuten warten insgesamt, okay. Und dann die Brachiosauren. Die brauchen ja ein riesiges Gehege, die Brachiosauren.
Ja, ich glaube, das sollte groß genug sein, sonst können wir es hier nach hinten noch vergrößern. So, provisorisch haben wir es jetzt schon mal. Ich riskiere es mal und speichere es. So, so, so. Also diesem geht schon mal gut. Das ist schon mal top. So, noch eine Minute. Können schon mal den Strom platzieren. So. Nee, ich vergesse die Tore nicht, die mache ich noch. Aber das sind erst provisorisch, wie ich sie gerne ungefähr haben möchte. Und hier können dann die Leute drumherum. Und hier sollen noch Geschäfte kommen und so. So, und jetzt alles tipptopp hier. Oh, das war's schon. Ja, dank uns haben die Dinosaurier ein neues Zuhause. Willkommen in der Zuflucht. Sieh an! Das ist Ihr Werk. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Wirklich? Ja. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Sie versagen würden. Aber ich bin froh, dass ich Unrecht hatte. Wie auch immer. Ich bin überrascht. Und wer mag keine Überraschungen? Wir mögen sie nicht. Und Entdeckungen? Die mögen wir, oder? Ja, Entdeckungen. Darum dreht sich hier alles. Okay, wir bekommen 1,75 Millionen. Ein Grabungsteam, ein Forschungsteam, Erfolgsrate 2.0 und Ausgrabungstempo 2.0. Ah, so, ich bin bereit für die nächste Mission. Komm schon, starte. Da kommt sie schon. Unsere Priorität in der Zukunft sollten immer die Dinosaurier sein. Alles andere ist zweitrangig. Dazu gehören auch das Wohlbefinden und vor allem die Nahrung dieser Tiere. Gemeinsam werden wir sie wieder an prähistorische Pflanzen gewöhnen. Oh, cool. Es gibt neue Fresspflanzen. Oh. Aber wieso kommen die Brachiosaurus und Apatosaurus noch nicht? Naja, gucken wir. Erforschen, ausbrüten und freilassen. Euoplacephalus mit einer Bewertung von mindestens 65. Okay, 1,75 Millionen als Belohnung, Baumfarne, Gräser und Jurassic Tour und Palmfarne. Farne. Okay. Unsere neue Insel bringt auch neue Dinosaurier mit sich. Wir werden einen Euoplacephalus erforschen und ausbrüten. Fangen Sie mit dem Fossil und Genomdaten an. Wie ich sehe, wollen Sie in der Zuflucht neue Dinosaurier ansiedeln. Einen Euplacephalus. Was für ein Zungenbrecher. Zum Glück sieht er wie ein Pflanzenfresser aus. Ich sollte also nicht in seinem Maul enden, richtig? Forschung verfügbar. Jetzt müssen wir eine Forschungsstation bauen, ne? Scheiß Terra-Beschränkung, die nervt richtig.
Was? Kein Strom? Ah, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ausfahrschutz 20%. Verbesserte Leistung 10%. So, jetzt haben wir wieder. Nö, no, wir haben immer noch nicht. Wir haben gerade so genug schon. Okay. Ich muss dieses Gebäude. Stromgebäude. Wir müssen noch ein weiteres Kraftwerk bauen. Scheiß Tellerbeschränkung, ey. So. Jetzt können wir forschen. Fossilien und dieses Dingens. Ah, das ist so eine. Und dann müssen wir noch ein Fossilienzentrum und ein Expeditionszentrum haben. Und ein Fossilienzentrum. Können wir das irgendwo da noch reinpflanzen? Ist hier noch Platz? Hier. So, habe ich denn genug Strom? Ja, ja. Bewertung von mindestens 65. Dann benötigen wir noch ein, Ausbrütstation, hä? Ja. Wow, wir haben so viel zu erforschen, ey. Gehege können wir noch erforschen. Aber ich möchte lieber Medizin erforschen. Vogelgrippe, weil wenn die Viecher krank werden, können wir sonst nicht heilen, ey. Was machen wir denn mit dem? Machen hier eine Ausbrütstation. So. Ah ja, hier passt ja noch locker ein Weg durch. Ja, ich weiß, was nicht verbunden ist.
Problem ist aber gleich gelöst. So. Wow, wir haben nicht gerade viele Dinos, hä? Wir können im Moment gerade nur Parasaur und Triceratops und die haben auch nur 50%. So, aber es ist 6:30 schon wieder, verdammt, ey. Schon wieder 6:30. Wir haben nur ein Team. Okay, da gehen wir hier. Ankunft des Dinosauriers, hä? Ist doch so, Ankunft des Dinosauriers. Ah, jetzt, okay, gut, so. Ja, das wird wirklich sehr interessant. Mir macht das Spaß. Auch, dass man wieder alles von vorne erforschen muss und alles. Ich finde das cool. Aber das war's jetzt erstmal vom heutigen Livestream. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß. Ich zumindest hatte sehr viel Spaß. Und ich freue mich schon, nächsten Samstag weiterzumachen. Und ja, genau, neue Pflanzen, neue Dinos und all das Zeugs, das sehr spannend, ja. Und wenn wir dann alles da gemacht haben mit Claires Zuflucht, können wir dann mal wieder beim Sandbox-Modus etwas Neues anfangen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es und ja, bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.